Das hat der Valentinstag auch mit sich. Rote Rosen haben viele Stacheln, deswegen blutet man zwischendurch mal. Hast du mich aufgepiekst? Ich habe mich aufgepiekst, ja, das passiert. Hallo, ich bin Michaela und wir sind bei Blumen Ehlerding in Hameln. Und wir schauen uns jetzt mal so ein bisschen die Valentinstagssachen an. Genau das machen wir jetzt. Okay, los geht's. Also das ist der Renner zu Valentinstag, natürlich die rote Rose. Nicht nur die rote Rose, es laufen auch alle anderen Rosen, weil eine Rose wird einfach gerne für die Frau verschenkt. Ich würde sagen, 90% unserer Kunden heute sind Männer, weil doch der Mann der Frau was schenkt zum Valentinstag und weniger die Frau das für den Mann. Wir kaufen immer eine Premium-Retina-Omi. Sie hat ihren Preis. An diesen Tagen ist natürlich immer alles ein bisschen höherpreisiger, besonders die Rosen, besonders die rote Rose, aber so ist es nun mal, Angebot und Nachfrage. Wir machen den Preis nicht, sondern das Angebot macht den Preis. Da, wo die Rosen verkauft werden oder die Schnittblumen verkauft werden, das ist eine große Börse und es wurde natürlich für den Valentinstag viel produziert, viel abgeerntet. Das heißt, jetzt muss erst wieder nachproduziert werden, das heißt, das Angebot ist sehr klein, was es jetzt gerade gibt zu kaufen. Deswegen hält der Preis sich meistens so noch eine Woche relativ stabil bei einem etwas höheren Preis und dann geht er langsam wieder runter. Ich finde, ein Strauß zu Valentinstag für 200 Euro, das hört sich erstmal viel Geld an für Blumen. Es ist auch viel Geld natürlich, aber es liegt ja daran, dass der Preis der einzelnen Schnittblumen an dem Tag steigt. Das heißt, das, was er vielleicht im Januar für dieses Geld bekommen hat für 200 Euro, ist dementsprechend natürlich kleiner. Das heißt, der Kunde erwartet einfach ein gewisses Volumen. Die meisten der Männer entscheiden sich heute für die rote Rose in Kombination klassisch mit weißem Schleierkraut. Das ist einfach der Klassiker, der ist aus dem Kopf nicht wegzudenken.